ich will die Botschaft senden, mutig zu sein. Mutig zu sein, das Leben genau so zu führen, wie man es möchte und die Krankheit zu akzeptieren. Es ist möglich, ein gutes Leben mit MS zu haben. In die Intro-Musik sind MRT-Sounds geflossen, meine Gefühle, als ich die Diagnose bekommen habe, der Name dieses Herzensprojektes, was ich mache, da ist einfach alles mit drin. Also das ist so total mein Herz, wie dieses Projekt. Bei allen drei habe ich gemerkt, dass auch sie dieses Bedürfnis haben, wirklich ihr Schicksal und ihre Geschichte zu teilen, um anderen Mut zu machen und um anderen eine Tür zu öffnen, die ihnen vielleicht lange verschlossen blieb. Im Endeffekt sind es drei unterschiedliche Songs, genauso wie es drei unterschiedliche Menschen sind. Und das finde ich ganz besonders, weil man kann nicht alle über einen Kamm scheren, auch wenn alle MS haben. Okay, wie haben Sie die MS kennengelernt? Was genau bedeutet die MS für Sie persönlich? Und in welcher Beziehung stehen Sie heute zur MS? Patrick war schon verrückt, weil seine MS-Geschichte so krass von meiner abweicht. Er ist Cliffdiver und es ist einfach so ein schönes Bild, dass das mein roter Faden war, den ich da umsetzen wollte. Er geht diesen Berg hoch, er hat die Diagnose bekommen, ist sofort auch offen damit umgegangen, musste 4 Wochen später als Showspringer auf dem Zürichfest springen und stand halt da oben. Das ist so der Mittelteil der Musik, dass er so Doppelbilder sieht und halt irgendwie 80.000 Menschen statt 40.000. Dann aber im Endeffekt, ja, die MS halt bei ihm mitgehen muss und nicht er bei ihr und sie an die Hand nimmt und sie dann einfach zusammen darunter springen in die Freiheit und fliegen. Ich wollte unbedingt, dass seine Stimme da auch mit drin ist. Die MS und ich, wir sind gute Buddies. Und das finde ich eine schöne Message. Bei Lisa war das so, dass die Krankheit war schon ihr Leben lang hautnah dabei, weil ihre Mutter die Diagnose auch hat. Für sie war die Beziehung wie so eine Art Mitbewohnerin, mit der sie auch mal irgendwie ja, nervt und Tür zu und jetzt will ich auch einfach mal nichts von dir hören und so mein Ding machen und sie tanzt ja und es ist so ihr Ding damit umzugehen. Aber am Ende ist es ihre Mitbewohnerin und sie sagt, ey komm, wir tanzen, sonst gehen wir kaputt. Das wollte ich irgendwie alles in diesem Track ausdrücken und bin da dann gerade auch mit der Klarinette so ziemlich in die Gefühlswelt eingesunken und habe versucht, es damit dann auszudrücken. Julia war witzig, weil bei ihr habe ich schon gesagt, so diese Soundstory wird einfach genauso positiv und echt, wie sie ist. Und davor noch so kurz ihre Geschichte mit der MS, mit diesem Türzumachen, weil sie ja dieses traumatische Erlebnis hatte, dass sie die Diagnose quasi so vor den Latz geknallt bekommen hat. Ich bin alleine, aber nee, ich raff mich jetzt zusammen. Hat so total ihren Weg gefunden, wie sie mit der Krankheit umgeht, indem sie auf sich achtet. Sie hat ihren Weg gefunden mit dieser MS.